Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich gut aussehenden Schweinebauchspieße vom Kugelgrill. Und ihr wisst, was das bedeutet. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Schweinebauch ist und bleibt einer meiner ungeschlagenen Lieblingscuts. Es ist so variabel, man kann so viele coole Sachen daraus machen. Heute machen wir Schweinebauchspieße. Dafür brauchen wir, wie gesagt, ein Stück Schweinebauch. Die Form ist da fast egal, wir müssen das am Ende einfach so ein bisschen zurechtschneiden. Wichtig ist nur, dass wir zu Beginn die Schwarte entfernen. Das Stück Schweinebauch, was wir hier sehen, ist so circa 1,5 Kilo schwer. Und nachdem ich jetzt mehr oder weniger filigran die Schwarte entfernt habe, schneide ich das Ganze in Streifen. Und diese Streifen, die spieße ich auf Holzspießchen. Das sind so kleine Holzspieße, hier gehen natürlich auch Metallspieße. Wichtig ist nur, dass das von der Größe her einigermaßen zusammenpasst. Man kann natürlich auch erst den Spieß einstecken und dann schneiden. Ganz egal. So sieht das Ganze aus. Und das wiederhole ich jetzt mit dem Rest vom Schweinebauch. Wenn ihr am Ende sagt, ihr habt Bock auf dieses Rezept, unten in der Videobeschreibung gibt es einmal die komplette Zutatenliste mit allen Mengenangaben. Dort findet sich im Übrigen auch ein Link wieder zu meinem neuen Buch Barbecue the American Way. Das ist seit gut 2 Wochen erhältlich und auch da finden sich 2 oder 3 Rezepte mit Schweinebauch wieder. Also, würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anschaut. Mit den Spießen wäre ich dann auf jeden Fall soweit. Jetzt können wir uns um die Würzung kümmern. Wir beginnen mit mittelscharfem Senf. Gibt zum einen natürlich Geschmack, zum anderen ist es auch ein bisschen ein Kleber für die Gewürzmischung, die danach oben drauf kommt. Hier gibt es natürlich verschiedene Varianten. Man kann unterschiedliche Senfsorten nehmen, man kann aber auch anstelle von Senf Ketchup nehmen oder Mayo oder man nimmt einfach Öle, unterschiedlich. Jeder so wie er mag. Jetzt würzen wir das Ganze einmal mit Jack and Smoke, mit Currypulver und danach noch einem Barbecue Rub. Das Ganze mache ich dann natürlich von beiden Seiten. Ich habe für mich festgestellt, dass die Kombination Barbecue Rub mit so Zucker- und Paprikaanteil mit Senf sehr gut funktioniert und ich das sehr gerne mag. Wenn ich einen höheren Kräuteranteil habe, nehme ich dann gerne lieber Öle. Jetzt sind wir dann gleich auch schon soweit. Currypulver ist drauf, der letzte Barbecue Rub ist drauf. In der Zwischenzeit habe ich bereits einen Anzündkamin vorbereitet, den habe ich halb gefüllt mit Briketts. Und jetzt gehen wir mal an den Grill. Heute am Start mein Landmann Kepler 600 Kugelgrill. Wir brauchen nur einen Korb für den halben Anzündkamin, legen eben den Grillrost auf, lassen den vorheizen, einmal kurz abgebürstet und dann können wir auch schon unsere Schweinebauchspieße drauflegen. Ich lege die jetzt so mittig, ein bisschen weg von dem Korb. Und wir möchten natürlich ein bisschen Holzaroma haben. In dem Fall gebe ich einen Chunk Kirschholz mit hinzu. Klappe zu, Deckel zu, Ventil auf. Und dann lassen wir das Ganze so bei 110 Grad Deckelthermometer circa 1 Stunde lang durchräuchern. So sehen unsere Schweinebauchstückchen nach 1 Stunde aus. Jetzt nehme ich sie und gebe sie in eine Auflaufform. Das ist meine Standardauflaufform aus Glas. Die kennt ihr schon. Finde ich ja sehr schön, aus filmischen Gesichtspunkten macht das mit dem Glas wirklich Sinn, da sieht man wenigstens was. Es geht natürlich auch die Standard-IKEA-Schale, die die meisten von euch zu Hause haben. Oder halt irgendwas anderes, man kann das Ganze auch in Alufolie wickeln etc. Jetzt geben wir hinzu Bier, Barbecue-Soße, Ahornsirup und das ein oder andere Sauerländer Butterflöckchen. Die Vorgehensweise hier erinnert stark an die Zubereitung von Pork Belly Burnt Ends. Jetzt kommt Alufolie drauf und die Auflaufform wird luftdicht abgeschlossen und dann wandert das Ganze auf den Grill, 140 Grad, weitere 2 Stunden und dämpft. Und das Ergebnis, was da rauskommt, sind die zartesten Schweinebauchspieße, die ihr je gesehen habt. Jetzt noch ein letzter Schritt. Wir nehmen diese aus dem Sud heraus, weiter auf indirekte Hitze. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, ob ihr Briketts habt mit guter Qualität. Eventuell müsst ihr hier an der Stelle noch mal ein bisschen was nachlegen. Die Flüssigkeit habe ich natürlich aufgefangen in eine kleine Schüssel. Und jetzt bepinsel ich die Schweinebauch-Sticks noch so alle 10 Minuten, circa 3 bis 4 Mal, also so noch mal 30 Minuten auf dem Grill bei niedriger Temperatur. Und dann sind sie halt auch irgendwann fertig. Und ich sage euch, das ist wirklich unglaublich lecker.
Sie haben ein tolles Raucharoma, einen super Barbecue-Geschmack, ein bisschen süß, aber vor allen Dingen sind sie butterzart. Die zerfallen quasi schon beim Herunternehmen vom Spieß oder beim Reinbeißen. Und natürlich, wie immer, werde ich das Ganze jetzt natürlich auch probieren. Zack. Teilen, liken, kommentieren, immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre es cool, wenn ihr das nachholen könntet. Ihr verpasst so kein Video mehr und ich habe noch ein paar spektakuläre Videos abgedreht. Nicht nur mit Schweinebauch. Besucht doch auch meine Fanpages. 0815 Barbecue gibt es bei Facebook, bei Insta und auch bei TikTok. Buch gerne auch mal abchecken. Das war's dann auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.